Was geht ab, Leute? Wir sind back mit Jujutsu Kaisen und kommen zu den Spoilern von Kapitel 261. Was ist hier los? Also ich check gar nichts mehr. Ich würde mal behaupten, Akutami hat uns alle komplett abgekocht. Also das ist eine Wendung, mit der, würde ich mal behaupten, die wenigsten gerechnet haben. Was ich da für Theorien auf meiner Timeline gesehen habe und das passiert und dies passiert und jenes passiert und nichts davon ist passiert, das ist well played, Akutami, holy moly. Und dementsprechend gehen wir auch rein in dieses Spoiler-Video. Das heißt auch für euch, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir gehen rein und ab dafür. Die Spoiler beginnen mit Yuji, der sich nun entscheidet, das Herz von Sukuna zu crushen, zu zerstören. Das ist sehr ambitioniert, aber so einfach funktioniert das natürlich nicht. Denn wir machen einen Schwenker rüber, als Sukuna gerade versucht hat, Sphärenentfaltung auszusprechen, hat er eine Person gesehen, die er schon mal bekämpft hat. Es ist kein geringerer als Gojo Satoru und er ist es tatsächlich, zumindest in der Theorie, denn wer sich hinter Gojo verbirgt, das ist eine ganz andere Story, denn diesen Fakt hat Sukuna ebenfalls festgestellt und hat den Gedanken ganz schnell verabschiedet, dass Gojo auf magische Art und Weise einfach wieder zurückgekehrt ist, denn daraufhin stößt er Yuji weg und realisiert, wer sich wirklich dahinter befindet. Er entschuldigt sich sogar bei der Person und sagt, ey, es tut mir wirklich leid, dass ich dich unterschätzt habe, ich hatte nicht gewusst, dass du so fähig bist, Yuta Okkotsu. Ja, das ist einfach mal Yuta. Yuta ist im Körper von Gojo und ist irgendwie auf Kenjaku-mäßige Art und Weise zurückgekehrt. Das ist crazy und dafür bekommen wir auch einen Flashback, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, denn Yuta hat sich entschlossen, dass er Kenjaku fressen wird, beziehungsweise Rika frisst Kenjaku und das ist auch zudem die Bestätigung, dass Rika tatsächlich irgendwie was essen muss, damit Yuta die Fluchttechnik übernehmen kann, also auch ganz nice, dass wir diesbezüglich auch eine Bestätigung bekommen haben. Maki hat gar keine Lust auf diesen Plan und Hakari ist eher so zwiegespalten, er hat eine Kondition und zwar, wenn sie wirklich komplett am Ende sind, also keine Jujutsisten mehr zur Verfügung haben, dann werden sie auf diesen Plan zurückgreifen als allerletzte Trumpfkarte. Kusakabe ist natürlich ein bisschen anders unterwegs und denkt, ja, warum kann er nicht einfach die Grenzenlos-Technik von Gojos Körper kopieren? Daraufhin hat Shoko erwidert, du kannst die Grenzenlos-Technik nicht ohne die Six Eyes benutzen. Daraufhin hat Kusakabe geantwortet, ja, dann soll er einfach die Six Eyes kopieren, aber das funktioniert einfach nicht. Die kann man nicht einfach so kopieren oder sonst was. Die sind Teil des Körpers und nur derjenige, der den Körper hat, kann auch die Six Eyes und dementsprechend die Grenzenlos-Technik benutzen. Maki hat eine ganz spannende Frage an Yuta gestellt und zwar, ob er seine Kopiertechnik nur für 5 Minuten benutzen kann und was würde dann passieren nach diesen 5 Minuten. Yuta hat daraufhin keine Antwort. Mei Mei versucht das Ganze aber zu erklären oder einen Erklärungsversuch zu starten und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass Yuta dauerhaft im Körper von Gojo drin bleibt, unabhängig von diesem 5 Minuten Zeitlimit oder von Kenjakus Fluchtechnik und wie die genau funktioniert. Also es kann sein, muss aber nicht, es kann auch sein, dass er sterben wird, man weiß es nicht. Das heißt, das ist offen und das hat Akutami auch geschickt geschrieben, denn jetzt kann er frei entscheiden, was mit Yuta passiert. Vielleicht passiert es auch so, dass sie wieder die Gehirne tauschen am Ende der 5 Minuten und Gojo ist dann wieder in seinem ursprünglichen Körper drin. Das kann auch sein. Also ganz, ganz viel verrückter Stuff, der jetzt möglich ist. Yuta fügt auch noch hinzu, dass er weiß, dass ihm durchaus bewusst ist, dass dies die allerletzte Trumpfkarte ist und deswegen will er auch unbedingt gegen Sukuna kämpfen mit seiner eigenen Sphäre und wenn er nicht gewinnen kann, dann muss er Gojos Körper akzeptieren. Kusakabe bestätigt, dass dieser Plan richtig gut ist, aber er ist nicht
menschlich? Jutta hat daraufhin erwidert, was ist denn menschlich genau? Denn nur wenn man über seine Grenzen geht, wenn man das Menschsein überwindet, dann kann man auch einen der stärksten Jujutsisten der Geschichte besiegen, der selbst ein absolutes Monster ist. Das heißt, man muss zum Monster werden, um ein anderes Monster zu besiegen. Da hat Jutta auf jeden Fall einen guten Punkt. Jutta ist auch ein wenig emotionalisiert und fragt die anderen, ob sie davor Angst haben, auch ein Monster zu werden, um Sukuna zu bekämpfen. Maki denkt aber, dass sie sich einfach nur Sorgen machen um ihren Boy Jutta. Der stellt aber die alles entscheidende Frage, was ist denn mit Gojo-Sensei? Ist er nicht wichtig? Denn er ist derjenige, der die ganze Last trägt. Er macht alles im Alleingang, er ist zum Monster geworden, damit die anderen schön chillig leben können. Und deswegen ist es eigentlich selbstverständlich, dass man auch zu einem Monster werden muss, um sich bei Gojo zu revanchieren. Dann kriegen wir einen kleinen Switch und sehen nun ein Gespräch mit Gojo und Jutta, die sich genau über diese Thematik unterhalten, falls der Fall eintreffen sollte und Gojo sterben würde. Dann wäre es Gojo egal, was mit seinem toten Körper passiert, und ihm wäre es auch egal, wenn Jutta diesen übernehmen würde. Aber er hat nicht vor zu sterben, deswegen ist ihm das wahrscheinlich auch komplett Latte. Zudem werden noch ein paar Infobomben gedroppt, und zwar in Bezug zum Sugawara und Fujiwara-Clan, aber das will ich jetzt auch nicht weiter thematisieren, das ist auch dann eher für die Review gedacht. Es wird auch eine ganz spannende Sache enthüllt, und zwar, dass Jutta möglicherweise ein krasseres Potenzial hat als Gojo, wenn er dann im Körper ist von Gojo. Ich denke, dieses kleine Mini-Training, was hier Gojo angedeutet hat, soll eben zielführend sein, dass, falls dieser Fall eintreffen sollte, dass Jutta ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung hat als Gojo in seinem jetzigen Zustand. Es gibt aber sowas wie den Silberstreifen am Horizont, also einen kleinen Lichtblick. Und zwar, wenn Sukuna irgendwann down ist und all die Ältesten auch ausgelöscht wurden, dann ist Gakuganji übrig, der wieder für Stabilität sorgen wird. Das heißt, am Ende wird alles gut ausgehen, zumindest in der Theorie. Natürlich wollen alle Schüler Gojo aufhalten, aber der hat sich schon dazu entschlossen, wieder ein Monster zu werden, denn derjenige, der auch ein Monster geworden ist, das war Geto, und deswegen kann er ihn nicht zurücklassen. Auch in diesem Moment denkt Gojo an seinen besten Freund. Ist das krass. Jetzt geht's weiter mit Yujis alten Schulfreund, der eine ganz interessante Fluchtechnik hat. Und zwar kann er mit Hilfe seiner Fluchtechnik Zucker kreieren, und das kann man einsetzen, um das Gehirn mit Zucker zu versorgen, wenn es zu einer kritischen Situation kommt. Und genau das ist jetzt passiert mit Jutta. Der hat einfach genau wie Gojo das gleiche Treatment bekommen. Also er ist in zwei Teile geschnitten worden von Sukuna, und deswegen wurde er an Nittas Seite gestellt, damit diese Operation auch erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Jutta spricht auch davon, dass er bald seine Grenze erreicht und nur noch dank Rika am Leben ist. Shoko erklärt Jutta, dass sie alles vorbereitet hat, also den Körper von Gojo zusammengeflickt hat, und Jutta jetzt nur noch mit Kenjakus Fluchtechnik den Körper wechseln muss, um dementsprechend all out zu gehen. Und genau das ist jetzt passiert. Wir machen wieder einen Schwenker zurück in die Gegenwart und sehen Sukuna und Jutta in Gojos Körper, die beide ihre Sphären entfalten, und wir sehen dann als Cliffhanger eines der krassesten Jujutsu Kaisen Panels, an die ich mich erinnern kann. Das sieht übertrieben sick aus. Wahrscheinlich sogar das beste JJK Panel, an das ich mich erinnern kann. Unfassbar krasser Cliffhanger, unfassbar kranke Spoiler. Und jetzt möchte ich von euch wissen, was denkt ihr darüber? Lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Die Review gibt es dann ausführlich am Sonntag. Diesmal wirklich, aber aus zeittechnischen Gründen konnte ich zu den letzten beiden Kapiteln nichts machen. Auf jeden Fall, Leute, das wär's von mir. Macht die 1000 Likes voll, und wir hören und sehen uns in weiteren Videos wieder. Bis dahin und Peace out.